Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Mario Kart Super Circuit. Wir sind heute nochmal Mario auf jeden Fall und haben im letzten Part das erfolgreichste Mushroom Cup gemacht und schauen uns heute mal den Flower Cup an. Wir sehen aus Mario Circuit die Strecke, nach denen das genannt wurde. Boo Lake. Oh Gott, das war die Stimme, glaube ich. Thieves Land und Bowser's Castle 2. Ist so schlimm, aber es hat Bock drauf. Auf den Pixelbrei. Nummer 2. Rammt sogar. Sehr schön. Also, let's go. Ich würde sagen, auch hier gilt, man darf halt wieder nicht schlechter als Platz 4 werden, sonst ist man draußen. Diese Regel wurde aus dem Glück nach diesem Teil abgesagt, weil ich finde total bescheuert. Diese Competitive-Regel. Wenn man einfach nur so ein paar Runden cruisen will und dann dieses total blöde. Vor allem, wenn man schlecht ist, ist das blöde. Und wir haben Stern. Fun Fact, tatsächlich das erste Mario Kart, was so Fragezeichen Boxen hat. Das hat den letzten Part noch nicht erwähnt gehabt. Weil im der Vorgänger Mario Kart für die SNES, da gab es dann nämlich nur so Fragezeichen Blöcke auf dem Boden. Die waren auf dem Boden drin, aber es waren keine richtigen Fragezeichen Blöcke. Das war das erste Mario Kart, das Fragezeichen Blöcke haben sollte. Wenn es wirklich krass befehlt ist, vom zweiten Teil von dem Game Boy bis zum dritten Teil, war scheiße, für den N64, was das StarCraft ist geändert hat, ist wirklich Wahnsinn. Weil ich finde, wie gesagt, nochmal, ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich finde in Mario Kart merkt man zumindest am meisten, wie ich es finde. So, bis jetzt geht's das alles. Nee, ich weiß nicht, ob die Dinger einen verlangsamen oder beschleunigen. Die geben einfach eine Münze. Die sind natürlich ganz gut, wenn man drauf fährt. Und ich nicht, wie ich komplett verkackt. Ja, man muss ja wirklich einfach darauf aufpassen, dass man es nicht zu sehr verkackt. Dann geht das dann auch einigermaßen. Bis jetzt zumindest. Also die Ätzenstrecken kommen es noch, das weiß ich. Aber es ist echt Glück, dass ich nicht in die Banane reingefahren bin. Es ist gewundert, dass Donkey Kong als Affe die Banane auch nicht wollt. Entschuldigung für den schlechten Witz an der Stelle. I'm really sorry for this. I'm really sorry. So, das war also der erste der Flower Cup. Schön, schön, schön. War okay. War okay. Und das war meine ultimative Hassstrecke auf der SNES. Ich hoffe, dass die hier jetzt besser ist. Erzählt man nämlich, es ist ein Problem. Es sagt, wie es ist. Ja, ihr seht es auch schon aus diesen Gründen. Da fängt es nämlich schon mal an. Man kann dann nämlich runterfallen. Also die war wirklich eine von meinen kompletten Hassstrecken. Und ich kann auch nicht der Einzige gewesen sein, der die erst total hasst. Und da kam es irgendwie immer als Achter oder so raus. Am Ende des Tages. Aber da war so viel Fieses in dieser Strecke verbaut. Weil die gingen wirklich gar nicht fit, also wirklich gar nicht. Ich bin immer noch in der ersten Runde, ist es so schlimm. So ist das denn auch eine mies lange Strecke. Das ist ja klar. Und die Strecke ist natürlich eine der längsten. Ja Gott. Ja, natürlich, an der einzigen Stelle, wo man überhaupt runterfallen kann, falle ich runter. Nee, ist klar. Also, die Strecke ist wirklich stimmt. Und wenn es so weitergeht, muss ich auch noch ein zweites Mal machen. Da fährt ich ja wirklich gar keinen Bock. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich so ein Gleis hier irgendwie. Einfach irgendwie nur Vierter werden. Dann ist ja alles gut. Dann ist es mir auch nicht weiter. Boah, das ist der Glück. Ja, natürlich. Hier bin ich da runtergefallen. So ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin nicht der Sechste. Scheiße. Nein! Dreck. Fahr doch! Braucht Marius Ewigkeit mit der Pferd? Das gibt's ja echt nicht. Scheiße. Der nimmt mich gerade echt dumm an. Das geht gerade alles gar nicht. Nein. Nein!
Scheiße. Oh, doch. Bin Fünfter, ne? Werd Vierter werden müssen, ne? Gott. Bin raus. Ja, try again. Ja, okay, da haben wir die halt zweimal drin. Ich sag ja, das ist meine Hassstrecke. Die ist wirklich total schlimm. Aber jetzt bitte. Irgendwie. Also alle anderen sind okay. So, ich bin einfach mal komplett still. Ich muss mich ja wirklich konzentrieren. Danke. Hasst dich so sehr. Auch immer gegen die scheiß Bande. Ja, wirklich so fahren auf Sicht. Aber ein Meter vor ist halt nichts mehr sieht irgendwie, was da abgeht. Steuerung ist auch so ein bisschen was hier. Ja, natürlich! Er braucht so lange, bis es dann da weitergeht. Das ist. Ist es das mal aufgefallen? Nachdem er runtergefallen ist. Wirklich so eine schlimme Sache. Ich werde auf dieser Runde bestimmt keinen Stern einsetzen. Außer wenn ich auf der einen Zielgeraden. Mena darf ist ja wirklich ganz gut, um am Ende dann nochmal Leute zu überholen kräftig. Oh, piss dich, Luizi. Hatte nicht seinen eigenen Bruder so in die Tonne kloppen. Würde es einfach sein, das wäre die letzte Runde gewesen. Da wäre der Fluch nämlich jetzt vorbei. So. Komm! Jetzt halt. Ist doch scheißegal, wer sein Platz ist wert. Hauptsache, ich bin halt einer von den ersten Vieren. Alles andere ist mir wirklich wurscht. Andere können gerne Erster werden oder sonst was. So, ich muss mich echt kurz konzentrieren. Gut, gut, gut. Das sieht gut aus. Boah, ich bin Erster geworden. Tschüss. Call me Mario Kart Court. Oh mein Gott. Ich hab also die Runde, nee, also bäh. Also die war wirklich, richtige Hassstrecke. Alles andere wird wieder cool. Seasland, weil es mag es. Das gab's auch noch auf der Wii U. Das wird's halt besser gesagt, ne? Aber wir sind da bei der Wii U, weil wir ja beim 10-jährigen Mario-Jubiläum noch ein bisschen bleiben. Was er war mit Mario Kart 18 Jahre, das ist so crazy. Aber Mario Kart 18 Jahre, altes drauf kommen, ist irgendwie nicht so richtig klar. Also überlegt, was innerhalb von 10 Jahren Testen zum Teil möglich war. Also wirklich Wahnsinn. Das ist ein Mario Kart Wii und Mario Kart, Wii U lag ja doch auch bei ersten, aber man hat auch, sag mal, Unterschied gesehen. Bei guten. Als in Mario Kart 9 rauskommt, ich will gar nicht wissen, wie richtig krass, crazy anders das dann aussieht. Am Ende des Tages. Oh nein. Boah, aber die tun einen halt richtig auch auseinandernehmen, diese Dinger. Also wirklich richtig krass auseinandernehmen. So, hier tut mir wirklich schwer, zum Teil zu sehen, wo der Weg ist, wo es lang muss. Kann man anders nicht sagen. Wenn es manchmal so verraten wird. Tut es mir da wirklich schwer. Tatsächlich ist es auch noch dieselbe Melodie. Ja, auch ein Kissenland of the View, glaube ich noch, oder? Nee, das ist doch die in den Disco drum verwendet wird, oder hängt es jetzt komplett? Wird auf jeden Fall irgendwo bei der Wii U Switch Teil verwendet. Doch. Aber oder war sie Käseland? Nein. Er ist auch doch, es weiß ich nicht. Ich sage es auch wurscht.
Okay, ist weiter, ist okay. Ist okay, ist erst, aber ist okay. Kann man mit leben. So, und nun kommt auch noch die letzte Runde von heutigen Part. Ich bin gespannt, wer es wird. Hab's wieder vergessen. Ah ja, Bowser Castle 2. Och nö. Wir haben uns doch verarscht, ne? Bowser Castle, da wäre es nie los, ne? Vielleicht war die erste ganz nett, weil die zwar schlimm wird. Wir werden sehen. Bowser's Castle, man, generell alles Dreck, wo man irgendwo runterfallen kann, sind mies. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich noch viel schlimmer wird, oh, muss da lang, dann, wenn es soweit ist, wird der gute alte Regenbogen... Boulevard, das war die noch schlimmere. Weil Regenbogen Boulevard, das stelle ich mir wirklich hart ärztend vor. Also, hä? Ich habe nie mal gesehen, dass es Lava ist. Scheiße, Mann. Ich dachte, es wäre ein roter Teppich. Fragt er war nicht, okay. Auf jeden Fall Regenbogen Boulevard, also das wird, glaube ich, mein Endgegner werden, wenn es denn hier auf der, die ja was uns so gab, das weiß ich ehrlich gerade gar nicht. Oh, es knallt so sehr gegen die Bande. Ist, ja, Gott, die ist auch schlimm. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, wieso es mir überhaupt diese alten Teile hier immer wieder aufs Neue antue. Weil Spaß macht das heutzutage nichts mehr. Ist diesen, aber, weil ich finde, okay, wie gesagt, manche alte Markarteile gehen, aber das ist für mich der Pixelbrei. Und das ist schlimm, da sieht man halt wirklich gar nichts. Also überhaupt irgendwie, also das ist Wahnsinn. Ah. Aber die helfen mir. Eventuell ein bisschen. Nein, der war so lang. Ja, natürlich! Scheiße. Komm, komm, komm! Dritter! Zweiter! Jawohl! Boah, das ist das Glück, dass ich noch Zweiter geworden bin. Oh mein Gott, jetzt hat mich die Runde so nochmal fahren gesehen. Crazy, crazy, crazy Shit. Ich sag's so, was es ist. Also, jetzt haben wir uns hier wieder die Platzierung an. Ich bin sehr gespannt, was ich geworden bin am Ende des Tages. Erster noch, jawohl, so muss das. Das ist doch super, super schön. Hab mein Pokal natürlich auch reglich verdient. Wie soll es noch anders sein? Dessen, das haben wir gut gemacht. Und in dem Sinne, liebe Leute, sage ich jetzt, danke fürs Zuhören von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!